Hey Leute, wir sind's wieder, Dominik und Vivian. Hallo, grüß euch. Und wir bereiten heute wieder eine Mahlzeit für euch zu. Ich lasse mich wieder beraten, lasse wieder Tipps geben und ich bin schon ganz gespannt, was es jetzt gleich zu essen gibt. Lydia, was machen wir heute? Wir machen für dich gesunde Zwischenmahlzeit, ca. 600 Kalorien, je nach Größe vom Obst. Wir haben Magerquark, ca. 500 Gramm, eine Orange, zwei Kiwis, ich habe jetzt die goldenen Kiwis genommen, die sind etwas süßer, eine Banane, etwas Honig, Pistazien, Leinöl als Omega-3-Fettsäure und eine Bio-Zitrone, dafür brauche ich die Schale, deswegen Bio-Zitrone, ganz wichtig, ja? Genau. Die ist dann unbelastet. Also hier wieder auch laktosefreien Quark, weil es einfach für mich eben, also ist mir lieber persönlich, als Alternative könnte man aber auch einen Soja-Joghurt nehmen. Gell? Genau, ja, das ist sehr gut, ja, es schmeckt noch etwas nüssiger, also kann ich nur empfehlen, ja. Genau, und wie ihr seht, haben wir jetzt eine Low-Carb-Mahlzeit. Ja. Eigentlich ja nicht so mein Fall. Auch als Leistungssportler braucht man ja immer eben viele Kohlenhydrate, um eben Power zu haben im Training. Aber eben jetzt als Zwischenmahlzeit eigentlich ideal. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mittags Krafttraining hatte, danach eben gut esse, kalorienreich esse, kohlenhydratreich esse. Und bevor ich wieder abends ins nächste Training muss, kann ich eben als Zwischenmahlzeit so eine kleine Low-Carb-Mahlzeit einnehmen, essen. Und gerade die Banane, reich am Magnesium und Kalium, gut für die Erholung von Muskeln. Genau. Nach dem Training. Ja. Wir haben jetzt hier sehr viele Farben. Ja. Kann man das so sagen, dass eben ein großes Farbspektrum auch eben heißt mehr Vitamine, mehr verschiedene Mineralstoffe? Das kann man auf alle Fälle so sagen. Nicht nur das, also ganz viele Antioxidantien, die dann gegen die freie Radikale eine Rolle spielen. Ja, also man sollte immer alles bunt essen, nicht nur am Obst, aber auch am Gemüse. Ja? Weil da fügen wir in den Körper wirklich alle Vitamine und Mineralstoffe, genau, die man braucht. Und das ist ja auch die Grundvoraussetzung, um eben auch in eben gerade für mich harten Trainingsphasen auch gesund zu bleiben, dass ich eben genug Vitamine und genug Mineralstoffe zu mir nehme. Und deshalb quasi den Tipp an euch, eben möglichst bunt jeden Tag zu essen. Genau, und ich habe natürlich noch Leinöl dazu genommen, weil wir bräuchten für die fettlösliche Vitamine auch, genau, ein bisschen Fett. Genau, habt ihr vielleicht schon gehört, dass eben Vitamine immer eben über Fett aufgenommen werden kann. Genau. Also, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal und wie das weitergeht, seht ihr wieder auf Lydias Channel, wie gehabt. Da klickt ihr einfach jetzt auf den Link, der eingeblendet wird, und wir sehen uns gleich wieder. Ich freue mich auf euch. Ciao.